Hallo liebe Scene-Gamers-Freunde, heute haben wir eine Review zu Tomb Raider aus dem Hause Crystal Dynamics für euch parat. Vorab möchten wir uns jedoch bei unserem Sponsor Sektor17.com, dem besten Anbieter für alles, was das Spielerherz begehrt, bedanken, der uns dieses Video überhaupt erst ermöglicht hat. Doch nun ab auf die Endurance, auf zur See und in die Welt von Tomb Raider. Bei ihrer ersten Expedition erleidet Lara Croft zusammen mit der Crew der Endurance Schiffbruch und muss an Land einer mysteriösen Insel im Drachendreieck ums Überleben kämpfen. Während die junge Archäologin versucht, ihre Crew wiederzufinden, haben die Solari, eine Gruppe feindlich gesinnter Inselbewohner, bereits ganz andere Pläne für die Überlebenden. Die unerfahrene Abenteurerin zeigt sich als das, was sie ist. Jung, verletzlich und ängstlich. Vor allem während der Videosequenzen kann der Spieler eine emotionale Bindung zu der bisher eher als schießwütig und unnahbar bekannten Videospielikone aufbauen. Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott, wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Doch leider entwickelt sich das Spiel von dem einen auf den anderen Moment in eine komplett andere Richtung. Ging man durch die cineastischen Gameplay-Trailer vor Release noch von einer durchweg düsteren Erlebnistour aus, so konnte uns die neue Lara doch bedauerlicherweise vom Gegenteil überzeugen und zeigt sich dennoch als eine gelungene Mischung aus Uncharted und Assassin's Creed. Nach ihrem ersten Mord, der ihr noch beachtlich nahe ging, entwickelt sie sich kurzerhand zur Überlebenskünstlerin, die dank ihres Instinkts und einer Handvoll Waffen eine Vielzahl an feindlich gesinnten Inselbewohnern aus dem Weg räumen und das Geheimnis der Insel bergen kann. Um sich gegen immer besser ausgerüstete Gegner durchsetzen zu können, kann Lara in einem der vielen Lager, welche auf der gesamten Insel verteilt sind, ihre Fähigkeiten und Waffen immer weiter ausbauen. Die durch Erfahrung erlangten Skillpunkte können zum Erweitern von Laras Fähigkeiten eingesetzt werden, um zum Beispiel ihre Fertigkeiten im Kampf oder beim Durchsuchen von Leichen zu erhöhen. Neben dem Bogen, den Lara für Ablenkungsmanöver und leises Ausschalten verwenden kann, stehen ihr noch eine Pistole, ein Maschinengewehr und eine Schrotflinte zur Verfügung. Eine Waffe für jede Situation also. Aber auch Hindernisse, wie zum Beispiel Schluchten, Türen und Barrikaden, können durch einen klugen Einsatz überwunden werden. Die Auswahl an Erweiterungen vergrößert sich, wie bei den Fähigkeiten auch, fortlaufend während des Spiels. So werden selbst starke und gepanzerte Gegner relativ schnell durch die Hand der zierlichen Grabräuberin ihren wohlverdienten Tod finden. Spätestens nach Beenden der Story wird man, wenn man das Spiel vollständig abschließen will, noch einmal in alle Gebiete reisen müssen, da Pilze, Kisten mit Bergungsgut und blinkende Geocaches, die sich direkt vor dem Auge der Archäologin befinden, im Kampf leicht übersehen werden können. Was dem Spieler von Tomb Raider allerdings nicht so schnell aus dem Auge und dem Sinn gehen wird, ist die grafische Umsetzung des Third-Person-Action-Abenteuers. Hier wurde das Maximum aus der aktuellen Heimspiele-Konsolengeneration herausgeholt. Und das lässt sich sehen. Große Augen machen wir nicht nur bei der großzügigen Oberweite unserer Heldin, sondern vor allem bei dem beeindruckenden Soundtrack und den realistischen Sounds, die das Spiel noch authentischer wirken lassen. Auch die Steuerung, die an diverse Shooter und Action-Abenteuer angelegt ist, macht es dem Spieler einfach, sich auf die Stärken des Spiels einlassen zu können. Bedauernswert und einer der wenigen Kritikpunkte ist jedoch die Spielzeit. Lediglich gute 8 bis 10 Stunden dauert es, bis die Story abgeschlossen ist. Immerhin kann man sich, wenn man fleißig jeden noch so kleinen Schatz finden und alle versteckten Grabkammern erkunden will, rund 12 bis 15 Stunden mit einer mehr oder weniger sinnvollen Beschäftigung auf der unheimlichen Insel aufhalten. Um die Geheimnisse lüften und Schätze bergen zu können, bedarf es manchmal der Hilfe von ein wenig Hirnschmalz.
Ja, allerdings wirklich nur wenig. Die kaum vorhandenen Rätsel, die zu den Eckpfeilern der bisherigen Tomb Raider-Reihe gehörten, fordern Spieler kaum bis gar nicht und sind somit lediglich ein nettes Extra. Mehr jedoch nicht. Zusammengefasst ist Tomb Raider, trotz der eher kurzen Spielzeit und etwas abrupten Entwicklung vom unschuldigen Mädchen zur kaltblütigen Miss Rambo, ein solides Spiel, das vor allem mit einem kompletten Neuanfang des Franchise, einer guten Story und der grandiosen grafischen Umsetzung punkten kann. Das dadurch geschaffene Erlebnis ist nicht nur den Fans der weltweit bekannten Serie zu empfehlen, sondern all denjenigen, die eine packende Story mit atemberaubender Darstellung suchen. Das alles macht Tomb Raider zu einem der Top-Titel des Fiskaljahres 2013.